So, Freunde, PA Sports hat mal wieder 100 Bars rausgehauen. Diesmal allerdings nicht als Track fürs Album oder so, also für Streben nach Glück, sondern diesmal hat er das Ganze einfach auf Instagram gepostet. Ich habe die ersten 5 Sekunden ungefähr gesehen. Er sagt einfach, er wollte das nicht als Track aufnehmen, sondern einfach jetzt live rappen. Habe ich mega, mega Bock drauf. Bis jetzt hat PA alles zerrissen, so was die Single-Auskopplung anging zum Album. Der ist momentan für mich so in der Form seines Lebens absolut krass, was er momentan abliefert. Deswegen bin ich sehr, sehr hyped auf die 100 Bars, die er jetzt hier einrappen wird. Boah, let's do it, Alter. Let's do it. Was geht ab, Leute? Ich wollte gerade 100 Bars für euch aufnehmen. 100 Bars Real Talk. Aber wenn ich ehrlich bin, fühle ich das am Mic gerade gar nicht. Ich möchte euch das gerne live geben. Direkt aus meinem Herzen. 100% echte Emotionen, nur für euch. Scheißegal, ob ich den Text jetzt noch auf Handy habe. Gebt euch. Oha. Oha. Er ist auch wirklich einfach hier. Er steht hier in Schlappen, Alter, mit dem Handy in der Hand und den Text abzulesen und rappt das jetzt einfach. Feier ich. PA hat dieses Jahr Entscheidungen getroffen. Das Ende dieser Reise war noch offen. Hätte auch passieren können, dass die meisten mich verspotten. Doch meine Tränen wollten einfach nicht mehr trocknen. Kriege auf der Straße, Kriege mit Verrätern, Krieg mit einer Frau, die mich einfach nicht verstehen kann. Digga, Digga, Digga. Man merkt direkt nach dem Einstieg hier, der haut hier jetzt wieder Sachen raus, Alter. Holy Macaroni, ey. Der Typ ist so krass, ey. Der Straße, Kriege mit Verrätern, Krieg mit einer Frau, die mich einfach nicht verstehen kann. Lassen wir die letzten Monate heute Revue passieren. Kommt es mir so vor, als hätte ich Gottes Segen über mir. Hab mich aus der Zelle in meinem Kopf befreit. Mein alter Ego war ein Bastard, doch ich hoffe nur, dass mir Gott verzeiht. Ich hab verstanden, dass unsere Schwächen Stärken sind. Fick die Maskerade, Mann, ich zeig den Leuten, wer ich bin. Zeig. So real einfach, ohne Scheiß. Es ist so krass, wie der sich entwickelt hat und was der mittlerweile für eine Mentalität und für einen Charakter hat und so. Absolut insane gut. So gut einfach. Feier ich Todes ab momentan. Also PA ist momentan überkrank einfach. Auch was so die Message angeht und den Charakter. Also absolut top. Verstanden, dass unsere Schwächen Stärken sind. Fick die Maskerade, Mann, ich zeig den Leuten, wer ich bin. Zeig den Leuten, dass mein Leben jahrelang gefickt war. Sag, wie oft hab ich abends meine Schafe schon entfrischert. Lass mich nicht von irgendwelchen. Digga. Digga, Digga, Digga. Harte Zeilen, ne? Ich sag den Leuten, dass meine Psyche jahrelang gefickt war. Sagt, wie oft habe ich abends meine Schafe schon entsichert? Puh, also Schafe jetzt nicht im Sinne vom Tier Schaf, ne? Sondern die scharfe Waffe für die 5-Jährigen da draußen. Wie oft habe ich abends meine Schafe schon entfischert? Lass mich nicht von irgendwelchen Pennern unterdrücken, die mir reden vom Islam, aber gerne Mütter ficken, mir egal ob mit. Auch starke Line, Alter. Sehr, sehr starke Line. Irgendwelchen Pennern unterdrücken, die mir reden vom Islam, aber gerne Mütter ficken, mir egal ob mit dem Bullen oder einer Kugel in dein Kopf. Schreie, du bist nicht mit Gott, du bist skrupelloser Schrott. Zu Hause war die Hölle los, um mich rum nur Haifische. Doch anscheinend war ich nicht der Einzige. Für so einige war 7 Jahre ein Heilmittel. Ich bin für jeden von euch da, also schreibt mir bitte 100. Boah, Digga, ist das stark, ist das stark. Boah, ich habe sie, also 7 Jahre war auch so krass, Digga. 7 Jahre war so, 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 so stark, Alter. Boah, fühle ich gerade hammermäßig. Vor allem, wie gut er das auch live rappt, einfach auf dem Beat, ne? Der im Hintergrund einfach läuft und der liest das vom Handy ab und so, Digga. Der Typ hat Rap so im Blut. Es ist krass. Es ist Vorzeigerapper, PA. Kann man nicht anders sagen. So, hate him or love him, aber er ist ein Vorzeigerapper, Alter. Über 7 Jahre ein Heilmittel. Ich bin für jeden von euch da, also schreibt mir bitte 100 Bars, Final Kill. Viele haben mich provoziert, aber Priya hat sich alles irgendwo notiert. Anstatt auf Instagram zu bellen wie ein hohes Tier, habe ich mich im Studio auf die Zerfickung fokussiert. Aus irgendeinem Grund hat nur Manuel angebissen, obwohl ich niemals dran gedacht habe, diesen Mann zu dissen. Drückt mit seinem. Jetzt geht noch mal Manu, jetzt gehen wir nochmal auf die Manuelsen-Geschichte hier ein. Ja, nur Manuelsen hat angebissen. Und was dann passiert, das haben wir alle gesehen. Dieses Statement von PA, Alter, das war einfach eine rhetorische Zerberstung, Alter. Er hat ohne einen Beat, ohne einen Song, hat er eine halbe Stunde rhetorisch Manuelsen so in Einzelteile zerlegt.
Das war schon heftig. Hat nur Manuel angebissen, obwohl ich niemals dran gedacht hab, diesen Mann zu wissen. Drückt mit seiner Reaktion auf meinen wunden Punkt, doch ich klär das mit Gehirn, brauche keine 100 Jungs. Ich send dir Liebe, Bruder, denn ich kenn dein echtes Ich. Ich denke, vielen ist bewusst, dass du kein Schlechter bist. Digga, was eine starke Line auch, ne? Trotz all dem Beef und den Sachen, die er hätte machen können, oder den Disses oder den Kriegen, die er hätte anzetteln können oder sonst irgendwas, er sagt, er braucht dafür keine 100 Mann, er hat mit Kopf gehandelt, hat er auch absolut, und jetzt sendet er trotzdem quasi lieber an Manuelsen raus und bietet quasi hier nochmal so den Frieden an, weil er weiß, dass Manuelsens wahrer Charakter hinter dieser ganzen Ansagenfassade eigentlich gut ist, so. Dass er eigentlich einen guten Charakter hat. Boah, Digga, was eine starke Zeile, Digga. Das ist so eine starke Charaktereigenschaft, sowas zu machen. Sehr, sehr, sehr stark, Mann. Die Liebe, Bruder, denn ich kenn dein echtes Ich. Ich denke, vielen ist bewusst, dass du kein Schlechter bist. Warum verkaufst du deinen Traum gegen Verbrecher-Shit? Obwohl du so ein krasser Rapper bist. Der PA haut hier raus, ne? Das habe ich mich bei Manuelsen halt auch schon so oft gefragt. Vor allem in erster Linie für mich nicht mal Rapper, also Rapper auch, aber in erster Linie Sänger vor allem. Manuelsen hat so eine gute Gesangsstimme. So, egal ob man Manuelsen jetzt haten will oder nicht, so, aber man kann ja nicht sagen, dass er keine kranke Stimme hat. Manuelsens Stimme ist super für Gesang, Alter. Und der kann auch musikalisch eigentlich was. Und er sollte einfach wieder Musik machen. Fokussiere dich einfach wieder auf Musik und fertig, so. Just make music. Deswegen gucken wir oder hören wir doch alle Musik und Rap. Dafür ist Rap doch da, Hip-Hop, dafür lieben wir es alle. Für die Musik und nicht für das Ganze drumherum. Also ich zumindest nicht. Brauchst du deinen Traum gegen Verbrecher-Shit? Obwohl du so ein krasser Rapper bist. Die Straße rief uns nie, nein, wir wollten selber hin. Weil wir dachten, dass diese ganzen Idioten Helden sind. Wahre Reflexion sollte immer bei einem selbst beginnen. Müssen uns entscheiden, ob wir Gangster oder Eltern sind. Boah, Digga. Ich schwöre, das ist so gut. Das ist so gut. So, 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 so stark. Sollte immer bei einem selbst beginnen. Müssen uns entscheiden, ob wir Gangster oder Eltern sind. Das Statement ging viral, ja, die Leute rasten aus. Denn dieser PA hat sich was getraut. Getraut zu sagen, dass ich fertig mit der Scheiße bin. Und mit 30 Jahren nie mehr handeln wie ein kleines Kind. Auf einmal kam Kapi, erreichte mir die Hand. Und nach dem ersten Feature hingen die meisten an meinem Schwanz. Ich weiß, dass diese Zeile hier. so stark, Alter. Auch krass, dass er jetzt mit Kapi am Chillen ist und so. Heftig, weil wie sich das alles entwickelt teilweise so. Aber feier ich. Bis jetzt ist das hier so kranker Real Talk, Digga. Das ist unfassbar. Reichte mir die Hand und nach dem ersten Feature hingen die meisten an meinem Schwanz. Ich weiß, dass diese Zeile hier beleidigend sein kann. Doch der Drang nach bisschen Hype macht euch einfach nur noch krank. Hab schon immer gut gerappt, packte Seele in die Tracks. Und dennoch bekam L.E.P. den wenigsten Respekt. Mann, ich kann euch nur verachten und das geht auch nicht mehr weg. Aber macht euch keine Sorgen, bin zu jedem von euch nett. Doch behalt im Hinterkopf, dass ihr kleine Fotzen seid und nur angeschissen kommt, weil ihr denkt, jetzt folgt der Hype. Ich will gar nicht wissen, was da also alles hinter den Kulissen teilweise bei ihm abgegangen ist und so. Gerade jetzt, wo er wirklich langsam auch mal seinen Hype bekommt, so, den er schon lange, lange verdient hat, generell die ganze Life is Pain Crew und so. Ich habe ja schon Desperados 2 zum Beispiel mit Keanu, wann ist das rausgekommen? 2018 und so. Ich habe das Album todesheftig gepumpt schon, obwohl das auch kein Hype hat oder so. Das war einfach ein geisteskrankes Album schon. Und auch davor schon. Ewigkeiten machen die bei Life is Pain schon kranke Arbeit, so. Im Hinterkopf, dass ihr kleine Potzen seid und nur angeschissen kommt, weil ihr denkt, jetzt folgt der Hype. Doch sollt es nicht so kommen, seid ihr alle wieder weg. Solche Rapper heutzutage sind charakterlicher Dreck. Hab im Gegensatz zu euch, Mann, vor einer Kappa mehr Respekt. Für wie dumm ihr manche haltet, ist das, was einen so verlässt. So ein Maskerader-Geschäft, ihr habt keine Leidenschaft. Alles Propaganda, wenn ihr Lollis auf bescheiden macht. Ihr seid keine Künstler, Hip-Hop ist euch scheißegal. Und deshalb vergehen alle eure Hypes in einem Jahr. Kapi, Bruder. Nice, Mann. Das ist auch so kranker Real Talk, was er hier raushaut. Das ist nicht mehr normal. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Das ist so starker Real Talk. Und deshalb vergehen alle eure Hypes in einem Jahr. Kapi, Bruder, das, was du gegeben hast, bekam ich nicht einmal von Brüdern, mit denen ich vorher schon Jahrzehnte war. Mir ist bewusst, dass du den nächsten Set geebnet hast für mich und meine Jungs. Und dafür danke ich dir ein Leben lang. Manchmal kommt es mir so vor, als wenn... Krank. Krass. Aber bei Kapi hört man auch so jetzt mal abseits davon, ich finde auch viele Kapital-Bra-Tracks
Müll, sage ich euch ganz ehrlich. Sehr viele ausziehen und so, das ist halt Kacke. So, ich feiere das halt nicht. Aber Musik ist sowieso immer Geschmackssache und wenn er da einfach Bock drauf hat und so ein bisschen Funny Tricks machen will, so, dann soll er das ja auch machen. Ist ja, schadet mir ja nicht, tut mir ja nicht weh. Viele Sachen von Kapital finde ich auch total geil, ne? So Berlin lebt und so ein Gedöne, natürlich, ne? Die aggressiven Kapital Bra Sachen, seine Sachen bei Rapper Mittwoch früher, so. Eigentlich feiere ich Kapital Bra grundsätzlich. So, er hat halt immer wieder ein paar Tracks, die Aussetzer für mich persönlich sind und die ich halt nicht feiere. Von meinem Musikempfinden, von meinem Geschmack her so. Aber was man persönlich so über Kapital Bra hört, wie er sich in Interviews gibt und in seinen Videos und so, ist das wirklich, glaube ich, mit einer der sympathischsten, bodenständigsten Leute überhaupt im Deutschrap, Kapital Bra. Also wie der sich immer in Interviews und allem gegeben hat bis jetzt und was man auch immer so über ihn hört, nichts Negatives eigentlich. Nur positiv, schon krass. Hast für mich und meine Jungs und dafür danke ich dir ein Leben lang. Manchmal kommt es mir so vor, als wären wir seelenverwandt. Denn Bruderherz, wir beide sind einen sehr ähnlichen Weg gegangen. Du bist ein Ehrenmann, Walla Bro, wir lieben dich. Wenn einer dissen will, wird seine Mutter auf dem Beat gefickt. Wünsch mir. Jetzt will PA auch wieder mit der Ficke. Wenn einer Kapital Bra ist, nämlich. Ehrenmann, Walla Bro, wir lieben dich. Wenn einer dissen will, wird seine Mutter auf dem Beat gefickt. Wünsch mir für uns beide, dass uns alle unseren Frieden gibt. Gnade Gott demjenigen, der jemals auf uns schießen wird. Uns verbindet einiges, weil wir meistens alleine sind und leider viel zu wenig Zeit verbringen mit unseren kleinen Kids. Kamen aus dem Battle Rap und haben die Szene attackiert. Ein paar Jahre später wollten Unterdrücker abrasieren. Ah, genau dieselbe Story, doch wer will uns abrasieren? Alle sind gefickt, wenn der CEO zum Brattern wird. Gegen. Ich feiere es immer so hart, wenn er von sich als CEO redet, ne? Feiere ich Todes ab jedes Mal. So, wenn PA sagt, dass der CEO bedroht wird, wann war das? Ich glaube, bei Hell, Hell war das ja, der CEO wird bedroht und so. Ich feiere das mal sehr. Selbe Story, doch wer will uns abrasieren? Alle sind gefickt, wenn der CEO zum Brattern wird. Gegensätze ziehen sich an. Bra, ich weiß, du fühlst die Sätze. Sind wir zwei im Bellamode, bleiben von euch nur Überreste. Hip-Hop ist eine Bubble und die Kreise sind geschlossen. Denn nur mit deinem Blick sehe ich den Neid in diesen Fotzen. Der Zug ist abgefahren, ich scheiß auf jeden von euch Pissern. Ein Feature mit PA wäre eine Ehre für euch Pisser. Mein Legacy wiegt mehr als die Karriere von euch Pissern. Vielleicht werdet ihr Männer, ja, ich bete für euch Pisser. Wir sind musikalisch Champs, ob mit Rappen oder Autotune. Ihr könnt mir alles nehmen. Doch mein Ziel erreiche ich auch zu Fuß. Hab mein halbes Leben nach einer richtigen Frau gesucht. Doch was Liebe angeht, bin ich schon seit Jahren auf Entzug. Hätte nie gedacht. Boah, Digga. Digga, er haut aber auch wirklich böse Lines gegen seinen Ex raus. So kann man nicht anders sagen, ne? Digga. Das sind schon harte Lines, Alter. Das sind schon harte Lines. Nach einer richtigen Frau gesucht. Doch was Liebe angeht, bin ich schon seit Jahren auf Entzug. Hätte nie gedacht, dass ich meinen eigenen Traum verfluch. Bin genau wie du, nur ein Bruder, der sein Zuhause sucht. Doch es heißt immer wieder, ich wär nicht beziehungsfähig. Bin in meinem Krieg gefangen und gebe deshalb viel zu wenig. Doch wo ist die Person, die meine Kriege mit mir kämpft? Ich meine die, die Paar haben will und nicht den Benz. Ich meine die, die meine... Boah, ich meine die, die Paar haben will und nicht den Benz. Deeper Shit, Alter. Nice. Kriege mit mir kämpft. Ich meine die, die Palm haben will und nicht den Benz. Ich meine die, die meine Seele eines Tages heilt. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir nie gewünscht, ein Star zu sein. Meine Prinzessin hat noch nie gesehen, wie ihr Vater weint. Doch es war ein harter Fight, 7 Jahre Qual und Leid. Wir sind verbunden, wenn du über diesen Namen streichst. Was ein gutes Feeling, endlich wieder da zu sein. Streben nach Glück, Baby. PA ist so in einer überragenden Höchstform momentan. Das ist absolut insane. Leute. Was ein krankes Ding hier, ey. Heftig, Alter. So heftig stark, ne? Krank einfach. Wirklich, wirklich riesen Respekt, Mann. PA Sports ist am Rasieren. Was ein kranker Real Talk. Bam, einfach nur. Einfach nur krank. Einfach nur krank. Freunde, ja. Fällt mir nicht mehr viel zu ein, Alter. Einfach nur krank. Absolut heftig. Ja. Ich bedanke mich einfach bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag. Bis dahin. Macht es gut, haut rein. Bleibt vor allem gesund. Und ciao.